Eins muss ich Bethesda lassen. Das Dungeon-System in Skyrim ist absolut göttlich. Und so befinden wir uns immer noch im Feuerschleierhügel. Und es scheint kein Ende zu nehmen. Jetzt sind wir hier in diesem riesen Bereich. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Die Kammer des Schreckens oder was? WTF? Aktivieren. Säule, Säule. Das ist eine Falle, oder? Das sieht irgendwie so aus. Oder wie komme ich darüber? Oder aktiviere ich mit dem, dass das Ding da runterkommt? Auf jeden Fall ist da unten was. Das heißt, das werde ich mir erstmal angucken. Falls ich darüber komme, ja, tue ich. Okay, das scheint kein Problem zu sein. Hier hinten ist Gott sei Dank erstmal nichts mehr. Und hier finden wir immerhin nochmal einen winzigen Seelenstein. Und Pelzarmschienen. Nee, brauchen wir nicht. Okay. Mehr ist hier nicht. Das heißt, es geht da oben weiter. Jetzt ist die Frage. Soll ich da einfach mal draufsteigen? Ja, speichern wir vorher mal. Ob dann jetzt... Ah, okay. Das ist schon wieder so ein Rätsel. Da muss man schon wieder drehen. Fisch. Wie soll ich denn das lösen? Wiss. Gibt es hier irgendwelche Anzeichen oder so? Und was genau passiert dann? Geht dann nur die Tür auf oder kommt dann dieses Ding darunter? Wie komme ich denn sonst darüber, bitte? Oder gibt es hier noch irgendeinen Hebel, den ich noch nicht gesehen habe? Irgendwas? Moment mal. Nur so, ob das irgendwas bringt. Ob ich dadurch irgendwas... Aha, da hinten haben wir auf jeden Fall einen Hebel, seht ihr? Nämlich den hier. Geht's da einfach raus oder aktiviert das Ding da oben? Nein, das aktiviert das da. Ich nehme an, das ist eine Abkürzung nach draußen, weil, wie man ja weiß, das Wasser leitet einen immer nach draußen. Wobei ich aber hier sagen muss, dass hier ein Geldbeutel ist. Und ansonsten gar nichts? Das klappt doch mal selber nicht, oder? Hier soll ansonsten gar nichts sein? Nur ein verdammter blöder Geldbeutel? Ach, komm. Erzähl mir doch nichts. Hier ist nur ein Geldbeutel. Und dafür der Act mit der Kette, oder was? Okay. Dann ist doch hier garantiert noch irgendwas. Irgendwo muss dieses Teil da doch nach unten kommen. Wie soll ich denn von Haus aus wissen, was ich da machen muss? Oder gibt es hier irgendwo Hinweise? Irgendwo an den Wänden oder so? Was ich noch nicht erkannt habe? Aha. Also sehen tu hier schon mal nix. Wie soll ich denn sonst wissen, wie ich das drehen soll? Ich sehe hier absolut gar keine Hinweise. Ach so, dreht sich das... Nee. Hä? Nee. Okay, ja, da kann ich jetzt herum... Da habe ich viel zu viele Möglichkeiten. Das kann nicht funktionieren. Niemals. Nee, das geht nicht. Da. Ach so. Ja, man könnte natürlich auch einfach durch die offene Tür gehen. Also, dann hat das doch nur was damit zu tun. Dann fällt dieses Ding runter, damit da drin wohl das Geheimnis sein. Oh. Ja. Nee. Ach komm. Was du kannst, kann ich auch. Komm her. Ein epischer Battle hier. Und ohne Lydia ist das natürlich schon so ein bisschen grenzwertig, muss ich gerade sagen. Deswegen werde ich jetzt einfach mal den Double Attack machen. Und dann geht er auch down. So, ich bin eingefroren, ich bewege mich ziemlich langsam. Und jetzt habe ich gleich wieder mal mein volles Gewicht erreicht. Und hier wird jetzt wohl hoffentlich immer Ende sein, hier im Gelände. Ja, sieht ein bisschen so aus zumindest. Aha, hier haben wir Hinweis immer eins schon mal. Okay. Dann haben wir Stiefel, die brauche ich nicht. Einen Geldbeutel nehme ich natürlich mit. 33 Gold, das ist schon mal nicht schlecht. Was macht genau das Ding jetzt hier? Was haben wir hier noch? Eine Urne. Gold, ja. Leintuch, nee, brauchen wir nicht. Ist das alles? Ist das alles, was ich an Hinweisen kriege? Oder muss ich hier drehen?
Aha. Was genau passiert da jetzt? Also wir haben jetzt gerade eben diesen Fisch gesehen. Oh! Okay, das ist ja krass gemacht. Das ist ja krass gemacht. Fisch, Adler, Fisch. Und jetzt pass auf. Das ist geil gemacht. Also, drehen wir das doch mal so hin. Fisch, Adler, nochmal Fisch. Und das letzte ist dann, müssen wir hier nochmal drehen. Das ist ja geil gemacht. Nettes kleines Rätsel. Und da ist zu sehen, naja, war eigentlich fast zu erwarten, dass es die Schlange ist, weil die Schlange war das Einzige, was wir bisher noch nicht hatten. Und dann drehen wir die Schlange hin. So, und damit müsste eigentlich jetzt das hier runterfallen. Yes! Perfekt. Oh nein, da geht's natürlich nochmal weiter. Oh, pass auf, der sieht mich noch nicht, der sieht mich noch nicht. Jetzt pass mal auf. Jetzt pass mal auf. Ja, schau, schau und... Bam! Dich aber erwischt, ne? Du bist auch ein Bogenschütze. Ha, ha, ha. Du Gurk, hab ich dich erwischt. Wunderbar. Oh, ich schau noch ein bisschen sliden hier. Woo! Ja, ich habe ihm genau im Pfeil ins Knie geschossen. Brüller. Eisenkriegsaxt, die ist zwar was Nettes wert, aber die nehme ich jetzt nicht mehr mit. Das reicht jetzt irgendwann auch mal wieder. Auf den Thron will ich mich eigentlich setzen, aber das funktioniert natürlich nicht. Wo sind die nächsten Fallen? Hier sehe ich doch schon wieder eine. Ja, genau, da haben wir sie. Das heißt, ich schleiche mich hier mal vorbei. Ja, das hat ganz gut funktioniert. Und da haben wir noch eine Falle. Die werde ich jetzt einfach mal gekonnt überspringen. Oder auch nicht. Haha. Haha. Tja, den Bogen würde ich aber eigentlich schon ganz gerne mitnehmen. Dann muss ich mal nur kurz... Oh, aber boah, wo habe ich denn den reingesetzt, ey? Aber voll neben die Nase. So, den Granatstein nehme ich auf jeden Fall noch mit. Die Kriegsaxt, die Eisenpfeil und die Kriegsaxt. Ja, dann gebe ich ihm irgendwas anderes, was nicht mehr so viel wert ist. Boah, wie viele Nordpfeile wir jetzt haben, ne? Das ist endgeil. Der macht viel mehr Schaden. Dann kann ich die Eisenpfeile nämlich irgendwann mal verkaufen. Und behalte dann die Nordpfeile. So oft schießen wir mit dem Bogen jetzt auch nicht. Das hier hat eigentlich schon einen ziemlich schlechten Wert eigentlich, ne? 13 ist schon ziemlich meh. Ja, dann lege ich den mal ab. Zweimal. So, passt. Okay, ist jetzt hier mal vorbei. Also wenn wir dafür, für diesen Dungeon, noch nicht als Belohnung einen Shout kriegen, ne, dann weiß ich auch nicht. Oh, nochmal eine. Was haben wir hier? Ah, eine Begräbnisurne. Noch eine Tür. Wo ist Lydia eigentlich? Scheiße, die haben auch irgendwo verloren im Gefecht. Scheiße. Trank der Magica, bestätigtes Buch kann ich jetzt nicht mehr mitnehmen. So langsam reicht's aber auch irgendwie mal. Okay, noch mehr bestätigte Bücher, mir egal. Geht's hier raus? Hier geht's raus. Dann war's das. Das war's, ach komm, und es gibt echt keinen Shout oder so. Jetzt ist die Frage, was ist in dieser verdammten Truhe? Aber die kriegen wir im Moment noch nicht auf. Das müssen wir uns merken. Das heißt, erinnert mich einfach mal ein paar Parts dran, wenn ich Schlossknacken etwas besser habe. Dass wir hier auf jeden Fall nochmal rein müssen, gell? Sagt mir da Bescheid. Aber hier scheint es rauszugehen. Hoffentlich ist Lydia jetzt wieder da. Das war's wirklich? Nein, natürlich war es es nicht. Und Gott sei Dank ist wieder Lydia da. Ich bin jetzt nicht wirklich noch tiefer drin, oder? Alter, das ist doch abnormal! Wie lange sind wir jetzt, also, wie lange wir für so einen Dungeon brauchen, ist ja echt abnormal. War ja beim ersten schon so, da haben wir über 5 Parts gebraucht oder so. Irre. Kopfgeld. Ich kann dir gar nichts mehr geben, oder? Nicht wirklich. Scheiße. Doch, wenigstens ein Zaubertrank. Irgendwas, was ich nicht brauche. Keine Ahnung. Blocken tue ich eh nie. Ja, kann ich hier jetzt mal geben. Dann kann ich aber... Ihr geht vor, ich folge. Ja, ja. Das klingt nach einem Plan. Ach komm, das ist nicht dein Ernst, oder? Oh. Hier muss es einen Shout geben. Das sieht so dermaßen episch aus. Das kann doch gar nicht wahr sein. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Lydia, du hast absolut recht. Du hast absolut recht. Ich habe da auch absolut kein gutes Gefühl bei der Sache. Und da hinten
sieht's einfach mal wieder so nach einem fetten Boss-Battle aus. Was war das? Oh nein. Aua. Ha! Geil! Geil, den habe ich ja umgenockt, bevor er überhaupt mal aufgestanden ist. Ah, die purzeln hier alle runter. Wie geil. Ach, schau mal an, was ich kann, kann ich, was ihr könnt, kann ich auch. Haha! Und direkt. Boah, wo ist denn der hingefallen, ey? Pass auf! Lydia! Lydia? Was zur Hölle? Der war jetzt ein bisschen buggy, oder? Und nur ein bisschen. Oh, der hat guten Wert. Ach, jetzt muss ich einfach irgendwas anderes nochmal wegschmeißen. Komm, scheiß auf das alte Nord-Dingsbums da. So, wer ist jetzt noch aufgestanden? Da hinten. Oh nein, das sind die Trolls. Oder wie auch immer. Oh, Ruhelose. Da muss ich natürlich andere Geschütze ausfahren. So, Lydia, dann halt. Dann mal los. Okay. Erstmal den normalen. Und dann den Ruhelosen. Wie wir uns hier gegenseitig mit irgendwelchen Zaubern runterbashen, ey. Endgeil. Der andere mit irgendwelchen Eiszaubern und ich spam ihm. Da schießt doch noch irgendwer, oder? Oder auch nicht. Also kann ich den nicht anklicken hier? Und der andere, also ich mit er mit Eis und ich mit Feuer. Sehr geil. Ja, das lasse ich jetzt alles mal. Das reicht jetzt irgendwo schon mal. Ja, da ist ja doch noch einer. Das wusste ich doch, dass ich da noch einen gehört habe. Die kann ich aber alle nicht anklicken. Da stehen ganz schön viele noch auf. So, und welcher Chef taucht jetzt hier auf? War der schon? Ja, also da war noch einer, noch ein Ruheloser. Ja, jetzt sieht es natürlich nicht so gut aus. Das heißt, jetzt muss ich erstmal ein paar Magietränke nehmen. Und das waren dann auch schon meine letzten, zumindest die, die ich auf meine Fabrikensätze gesetzt habe. Wo ist der denn hin? Ha, er ist runtergefallen, so eine Gurk. Aber er kann mich hier immer noch treffen. Eieiei. Ja, du sollst ihn auch umbringen. Aber nicht gleich hinterher springen, Lydia. Okay, er ist down. Okay, ist da noch einer oder ist er einfach nur lustig gestorben? Was ist zur Hölle? Okay. Der war doch noch nicht tot. Jetzt steht der Chef auf. Ja, das ist er. Der höhere Fürst. Oh shit, ey. Und ich glaube, das sieht gar nicht mal so gut aus. Jetzt könnte ich mal Eichenhaut machen. Pass auf. Oh Gott. Verfüge nicht über genügend Magika. Habe ich nicht noch irgendwie andere Tränke oder so? Noch andere Magietränke, oder? Ach komm. Was haben wir denn noch da? Den haben wir noch. Komm. Hallo? Wie nicht genügend Magika? Wie viel braucht man denn hier? Scheiße, ey. Die Lydia geht da gleich down. Ach man, so! Lydia? Ach Gott, sie schwimmt nur eine Runde. Alte Nordstreitaxt der Kälte. Also wenn die die Lydia nicht trägt, dann weiß ich auch nicht. Wow. Die ist ja mal höllisch fett. Das war der Chef. Das war's. Lydia, ich habe hier ein riesen geiles Geschenk für dich. Weil ich mache eh keine Zweihänder. Sie kann es aber machen. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal zum Beispiel den hier. Wobei, schon mal, der hat auch einen Schaden 19. Warum nimmt sie den eigentlich nicht? Ach, weil sie wahrscheinlich darauf nicht ausgerüstet ist. Aber Moment mal, vorhin hat sie da auch schon mal eine Axt gehabt. Das heißt, ich werde jetzt erstmal den ihr wieder wegnehmen. Und werde ihr die geben. Dummerweise hat die so viel Gewicht, dass sie die ihr nicht wiedergeben kann. Scheiße, nehme ich die Fellrüstung mal kurz mit. Und jetzt kriegt sie die der Kälte. Und die rüstet sie natürlich sofort aus. Nein, ich habe sie jetzt ausgerüstet. Ach, bin ich doof. Aber pass mal auf. Scheiße, kann ich. Ach, scheiße. Okay, nein, dann lassen wir das. Ich gebe euch Deckung. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ich wollte ja eigentlich jetzt, ihr den geben. Jetzt hat was. Und die rüstet sie nicht aus. Ach komm, du Doofi. Okay, dann muss ich jetzt noch irgendwas loswerden. Zum Beispiel das da. Und dann werden wir auch noch eine alte Kriegslast los. Und dann passt es schon.
bin ich aber immer noch nicht schnell genug. Warum? Weil ich schon wieder ausgerüstet habe, anstatt abzulegen. Das ist mal wieder typisch. Das ist mal wieder typisch, ne? So, Axt von Weißlauf und Flammen. Und dann passt. Und jetzt gehen wir noch zu diesem lustigen Typen hin, der so enorm lustig gestorben ist. Und der lässt sich aber leider nicht mehr bewegen. Schade.